Zu viele Schränke. Ja, und es wäre noch mehr. Wie gesagt, ich will doppelt... Ich will ein mehrstöckiges Lager bauen. Aber das dauert noch. Und diesmal richtig. Nicht so wie im alten Safe-Game. Diesmal richtig. Hier haben wir auch noch überall Stuff. Hä? Ne, da hinten sind nur Erze. Hä? Ja, im Auto habe ich auch noch welche, aber ich meine, ich habe irgendwo schon wieder Nebel. Was ist denn heute los? Mein lieber Scholli, oder ist das vielleicht... Ne, es ist nicht der Morgentau, das ist Neville. Okay. Warte mal, was haben wir hier? Heute dürfen noch ein paar Sticks drin. Das ist unser Schrotthaufe hier. Ich habe endlich mal in Schränke gepackt. Ne, tatsächlich. Aber, warte, falls es wieder dunkel wird, reparieren wir gerade mal ganz schnell hier... Die Dasche-Funsel, ne? Unser kleiner Dasche-Drache. Spielbarkeit ist egal, Hauptsache geile Base. Ja, genau so sehe ich das auch. Genau so, nicht anders dann. Das ist wie ein kleiner Film. Im Auto vielleicht, das müssen wir mal gucken. Müssen wir, ich gehe mal, ja. Habe ich die vielleicht alle schon verbraucht? Ich weiß es nicht. Also auch ein virtueller Messi. Ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Tag, Doc, hallo. Ah, alles fit. Ja, toll, aber das sind die, wo ich... Ich hatte irgendwo eine Batze Sticks. Wo sind meine Sticks? Und ein paar Stämmelcher. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, dann nutzen wir Demo. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall vielleicht morgen, bevor ich anfange mit Mist und dem Ureinwohner-Dorf, vielleicht ganz kurz nach der Arbeit irgendwie muss ich ein bisschen farmen. Mir brauche Sticks ohne Ende für das Projekt. Was ist denn das? 3 Sticks. Das ist nichts. Nichts. So, dort auf erstmal UFO. Nein, sorry. Hier? Hier? Ich bin mir sicher, ich habe irgendwo Sticks ohne Ende. Ich habe doch extra gefarmt. Ah, nice. Ja gut, Sticks ohne Ende. Also ja, das sind nicht die, wo ich suche, aber wir haben welche gefunden. Okay. Jo, und bei euch? Jo, alles fit. Alles wunderbar. Freitag, ne? Endlich Freitag. Sorry, ich wollte nur wieder triggern. Alles gut. Ja, Donnerstag. Der 22. Dezember? Nee, Quatsch. Okay. Ah, pst. Hätte man hier schon frei. Pff. So. Zack. So, dann brauche ich noch ein paar Components. Aber Triple in the Base hatte ich, glaube ich, gar keinen, ne? Muss ich mal gucken. Ich nehme jetzt eben mal alle mit, die machen. Ja, ich muss definitiv farmen. Ich muss farmen gehen. Die C920 Pro. Jo, das ist die, wo ich da auch habe. Mit der bin ich tiptop zufrieden. Also mit der Facecam, das... Ja, wenn ich es so mal wieder anmache, ne? Das ist hier immer so ein Ding. Aber es ist hier immer, warte... Ich weiß gar nicht, ist die überhaupt aktiv? Kann schon viel lustiger Spaß damit antreiben. Kann schon viel, viel gute Sache instellen. Hallo? Oh je. Ach, Kollege. Gerade Sekunde, oder? Ich habe die Mist Survival Staffel bzw. die Serie jetzt angefangen ohne Cam, deswegen mache ich jetzt auch ohne Cam weiter. Muss man gerade gucken, warte. Da. So, das langt. Mehr gibt's nicht zu sehen. Recht kostet Geld. Aber nicht umsonst only fat. Nee, Spatz. 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 So. Na, Snapcam. Ja, ich hatte eine Armut drin gehabt. Welche noch von damals, von Golfit und so, wo man das gespielt hatte, mit dem Eierfilter und dieser generell die ganze Filter, wo du dein Gesicht so verziehen konntest. Muss halt nur aufpassen,
Bei manchen Filter ist es schwierig. Probier's immer mal aus, wer ich rausfinde, was ich bin. Das ist, also wenn es noch so ist, damals war es nur so. Mittlerweile verliere ich nie mehr. Manche Filter spacke so ein bisschen. So, zack. Arc ist oft kostenlos im Angebot, aber ganz ehrlich, für 5 Euro? Also momentan, der letzte Stand, wo ich jetzt gewusst habe, war halt 5 Euro für Arc oder so, welche. Und du kriegst ein Arschvollgebot. Gut, die ganze DLCs noch und so, ne, aber... Kann ich da nichts dazu sagen, ist doch nice. Was macht Rachel auf dem Dach? Du, ich habe keine Ahnung. Die lebt dort oben. Die hat einfach Bock. Ich weiß es nicht, die hat einfach Bock, auf dem Dach zu stehen. Die kriegen jo morgen kriegen sie jo eigenes Survivor-Dorf. Dann lasse ich die alle dort spawnen und dann kennen die dort rumhause und ihre Kriminalität dort weiter ausübe. Ja, doch, doch, das ist gut. So, geben wir Obacht. Ja, nicht wundere, die Arbeiter ruckeln ab und zu. Ist halt seit einem Update. Kann man nichts machen. Und wenn sie stören, mache ich es halt aus. Das ist nicht so, ja. So, warte. Zack. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Guck mal, also wenn man hier hochkommt, ich... Ja, will halt auch, dass es immer gut aussieht. Ne, hier so schön abgedichtelt. Und dann macht man hier alles voll mit Koffer und Kiste und alles. Ne, so richtig, keine Ahnung, so ich sag jetzt mal Left 4 Dead mäßig. Keine Ahnung, erinnert mich irgendwie daran. So. So, zack, zack. Aber wenn halt Arc, also momentan gefällt es mir ja sehr gut, ne? Arc macht extrem Spaß. Und am Samstag tun wir es ja nochmal richtig auskosten mit Bausystem und dies, das. Aber wenn es mir so viel Bock macht, dass ich sage, yo, geil, ich will mehr. Und kannst du, dass ich mal noch die DLCs dazu hole? Weil, warum nicht? Kann man ruhig unterstützen. Ist nice. Es ist halt, ich finde das so geil bei Arc, dass halt einfach alles lebt. Du kommst auf die Welt und es lebt alles. Ob es jetzt gut oder böse ist, ist mir komplett egal, aber es ist so richtig so, keine Ahnung, wie ich meine, es ist einfach so lebendig. I don't know, wie ich das anders da ausdrücke. Es ist einfach alles, es lebt alles. Das ist irgendwie auch geil. Normal sind es ja bei mir immer Zombies und Survival und dies, das oder Mutante. Ja, und das ist halt mal was anderes. So. Gucken wir mal kurz, ne? Das hier sieht schon mal geil aus. Geländer würde ich hier gerne hinklatschen, aber das geht leider noch nicht. Ja, das ist nice. So, und hier mal gucken, was wir hier noch hinzaubern. Das können wir gleich machen, wenn wir jetzt gerade mal kurz rund geschlafen haben. Schna, 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 schna. Und zack. Oh, sorry. Oh. Cheers. Katzehaare. Im Hals drin. Dies ist hier furchtbar. So. Projekt hier fertig. So. Man kann als nächstes, also ich mache jetzt das so gerade mit der Zäune gerade mal fertig, dann gehen wir mal an die Planung, an welchen Baum mir als nächstes gehe fürs nächste Baumhaus. Dass mir quasi, ne, die Baumhaus-Connection komplett um die Base führe. Für den Anfang. Später geht's um die komplette Map. Können wir mal planen. Schon leer. Oh mein Gott. Ja, damit. Achso, hier oben brauchen wir noch Licht. Ohne Generator. Wir müssten noch die Lichter irgendwie verteilen. Ja, die Lichter hier irgendwie. Warte mal. Ich guck mal gerade was. Das kommt, glaube ich, ganz geil, wenn man hingeht. Und hier so Spotlight. Entweder hier in der Ecke für Run. Oh, warte, warte. Ich gucke einfach mal. Einmal. Zack. Einmal hier. Dann würde ich gern, warte. Ich mache mal noch Enna irgendwie hier so ein bisschen, ne? So ganz saftig, warte. Ich lasse da vorne dann einfach offen, ne? Ja, lass mal offen. So, dann einmal hier runter. Oder hier für den Eingang, guck mal. Für den Eingang. Stellen wir dann das Licht noch ein. So, dann hätte ich gern für den Eingang hier ganz normal hier so, zack. Kann ruhig ein bisschen schräg sein. Zack.
Ja, doch, das kommt geil. Okay. Gerd, moinsen! Alles fit? Wer auf Bauen Survival Dinos steht, sollte auf jeden Fall arg sich holen. Das lohnt sich, ja. Sollte sich auf jeden Fall arg holen. Sorry, mehr. Ich bin. Ne, ich auf, ich feier oben. Ich saff, saff. Nee, also wer auf sowas steht, ja. Ansonsten kann ich, wer auf Zombies stehen so, kann ich. Also aus meiner. Von meiner Meinung her, ne, kann ich halt. Ja, Mist Survival, Scum. Da gibt's noch so viel. Night of the Dead ist arg geil, aber da warte ich nur auf Update. Da gibt's so viel mittlerweile. Deswegen streame ich hier nicht mehr so viel durcheinander, sondern momentan ist bei mir auf dem Kanal YouTube oder Twitch, es bleibt konstant jetzt erstmal bei Scum, Ark und Mist Survival. Und Mist Survival quasi auch täglich. Das. Oh Gott. Nee, will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Das, ja. Es läuft. Ich glaube, Mist Survival läuft jetzt bis nächstes Jahr irgendwie, keine Ahnung, März oder so. Oh. Aber ich hab's gesagt und hab's gemacht. Endlich, Mo. Endlich. Ich predige ja schon seit Jahren davon. Ja, und Seven Days to Die, ja. Seven Days to Die auch. Nice. Schmolli, moinsen. Hoffe, bei dir alles fit. Ihr Lieben, Ark ist gerade bei Epicoris. Ja, Abfahrt, ihr Leid. Gratis. Das ist auch mal nicht naiv. Steige. Warte, ich mach hier auch noch zu. Danke für die Info, nice. Warum ist das so oft kostenlos? Also ist geil, aber... Ich weiß nicht. Oder weil Ark 2 irgendwann bald rauskommt, ne? Du hieß doch irgendwas, Ark 2? War doch nicht irgendwas? Ich glaube, der Trailer hat immer davon gesehen, aber ist schon länger her. Weil das Game sehr alt ist. Ja gut, sehr, sehr alt ist, ja. Aber es ist immer noch eine aktive Community dahinter, ne? Ist halt, das ist, finde ich ganz geil. Das finde ich ganz geil. So, ich gucke mal ganz kurz. Ansonsten, wie gesagt, machen wir kleine Looting-Tour. Ja, machen wir Looting-Tour. Okay. Basenwolf, ich mach das mal gerade so. Klatsch hier mal das alles hier rein. Ja, so gut wie. Der Rest tue ich einfach auseinander. Komm. Droppen wir einfach hier hin. Wasser und so machen wir uns gerade voll. Werkzeuge lege ich mir mal kurz hierher. Wir machen ganz kurz die Looting-Tour. Weil Zeit eigentlich nicht ingeplant, aber vielleicht haben wir Glück und kommen auf Event. Wir brauchen noch Schalldämpfer und ein paar kleine Mods für die Waffe. So. Genau, das können wir dann alles hier zuklatschen. Ja, perfekt. Wie sieht man aus? Einwandfrei. Wie frisch von der Strauß. Wunderbar. So, machen wir kurz Trink und alles voll. Gehen wir mal kurz ins Dörfchen. Oder generell, ne? Dörfchen, Sägewerk. Oder zuerst mal nochmal Western Town. Lashings und so, weil wissen wir jetzt, wie man es ganz schnell bekomme. Nicht immer nur Blätter sammeln, also. Ja, Bäume recyceln. Bester Weg. Die Bäume einfach ein bisschen bearbeiten mit unserem schönen Vorschlaghammer. Ja. So, Trinke wollte ich genau trinken. Und was phrasen, ne? Das kennen wir hier gerade mal nochmal. 1, 2, 3, 4. Machen wir hier 4 Stück voll. Da haben wir noch 2 knackige Liter. Machen wir gerade die Flasche voll, das Land für die Clean Looting Tour. So. Okay. So, gerade Sekunde. Der stellt sich ab und zu einfach so um. Interessant. Okay. So, machen wir gerade nochmal kurz was zu Fraser, ne? Zack. Shift-Click geht hier leider nicht. So, in der Zeit, wo das brodelt. Oh, was? Nice. So, in der Zeit, wo das brodelt, tun wir uns mal kurz ausrüsten. Wir haben zwar die Pistole dabei, aber ich glaube, ich nehme meinen Bogen mit. Nur falls irgendwas sein sollte. Ja, schöner Compound-Bogen. Die Kette sehe ich, die machen wir gerade mal wieder in den Werkzeugschrank. Die werden wir morgen wieder reparieren müssen, weil, ja, The Forest Dörfchen. Das kostet ein bisschen was an Holz. So. Ich würde sagen. Haben wir für die M4 Munition? Revolver. Na, nee, gut. Ich bleib beim Bogen.
vorerst. Wir müssen uns ein bisschen Munition craften oder je nachdem ein bisschen sammeln und so. So, dann nehmen wir hier noch ein Batzen mit. Carbon Hunting Arrow. Ja, das sind zwei Stück. Komm, das passt. So, zack. Achso, und der Wahrgeber kommt wieder ins Auto, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, dass das so alles schön fertig wird. Dauert noch ganz kurz. So, ganz kurz Entspannung. Also geht's gut, soweit selber, jo. Wie gesagt, alles fit, alles wunderbar. Schön gemütlicher, schöner Abend. Bin froh, dass es geklappt hat heute mit dem Stream. Ja, genau. Ein geschenkter Gaul guckt man ins Maul, so ist es. Ist halt schon geil. So, gut. Machen wir ein kleiner Abstecher Western Town. Und dann noch kurz ins Dörfchen. Und das Sägewerk. Ich glaube, das ist so die... Ja, doch, das ist gut die Entscheidung. Jetzt ziehen wir uns gleich hinter die Birne. So. Gleich langs. So. Was? Judge Borley hat 300 Bits gespendet. Ein kleines Trinkgeld, Jeffelig. Gefährlich. Gertie Burley. Dankeschön für 300 Bitterinos. Gert, dankeschön. Da geht Liebe raus. Danke, danke. Ja, Trinkgeld nehme ich doch gern an. So. Wir haben Waffe dabei. Wir haben Inventarplatz. Let's go. Looting Tour. Aber, wenn wir im Auto hocken, müssen wir zuerst das machen, was wir immer machen. Atmosphärische Anpassung. Der Musik. Schön wieder zumachen. Ah, und hier dran denken, wir brauchen noch Samen, ne? Samen. Obi. So. So, wir gehen mit dem Looting-Mobil, ne? Haben wir ja gesagt. Mit dem Looting-Mobil, ja. Ja, doch, komm. Wir brauchen Components. Metal Scrap und. Ja, alles, was wir so in die Finger kriegen an Munition, ne? So. Ab Richtung Western Town. Let's do this. Darf man Trinkgeld eigentlich verfuttern? Ja, doch. Viereckig. Dann geht das. Ah, stopp, guck mal da. Unser Nummer 1 Spot für Sticks. Das ist auch ganz geil. In der Nähe von unserer Base haben wir halt einfach direkt hier diese Straße. Ich nenne sie die Hülsestrauß. Weil da alles voll ist. Warte. Mit Sticks. Und ja gut, Federn. Ich brauche keine Federn. Da wohnt der Hassgerd in der Hülsestrauß. Und ich klingel beim. Und ich freue bloß, ist der Ghetto. Dann, 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 dann. Oh, das war's. Okay. Ab Richtung Western Town. Wir alle wissen, was das bedeutet. Es ist mal wieder Zeit. Vorsicht. Einsam. Alleine. Schmiedekonofen, alles fit. Mal grad Loading Tour. Let's go. Achtung, es wird sehr ruckelnd in dem Dorf. Ist noch Work in Progress. So.
Da war ich parke hier. Und Obacht, wer ist Sieger, ne? Ich will nicht wissen, wie oft waren wir schon hier. Wie oft? Ich habe das erst gesehen an der ganzen Folge, wo ich da hochgeladen habe. An den Thumbnails. Ich wusste nicht mehr, was für Thumbnail ich nutzen wollte, weil mir andauernd in diesem Western Town hier fahre. Weil es immer das gleiche war. Aber mir lude halt hier. Gerne zu. Kann ich klagen, endlich Feierabend. Nice. Und selbst auch alles. Ja, soweit alles gut. Soweit alles fit. Schenke, schmeidig. Ein bisschen weitergebaut dabei mit der Plattformen, mit der. Ah, klar, mit der Baumhäuser und so. Das klappt wunderbar. Und so ein bisschen Arktalk. Samstag. Ja, komm, da ist er. Komm her. Unser erster Kampf. Also Kampf, wo ich mich nicht verstecke. Na komm. Fuck. Gib mir all meine Pfeile. Cool. Unser erster Kampf, ohne uns zu verstecken. Samstag und Mistwoch. Ganz ehrlich, das hatte ich vor, nur leider klappt es bei mir Mittwoch sehr selten mit dem Streamer. Aber wer weiß. Mistwoch. Das hatte ich schon hier Patent und so. Heute, glaube ich, ein paar Mal hatte ich es als Titel gehabt. Aber dann kommen wieder Leute und klauen das. Mistwoch. Hab ich ja von. Nee, um Gottes Willen, das ist alles traurig. So, warte, ich guck mal kurz so drin. Da. Das Spiel auch aber moinsen. Alles Fisch. So. Jeans. Was haben wir hier? Oh, ja, nice. Brauchen wir für die Kette, Seiche. Wie ist die Dose, Futter? Lecker schmecker. Aber wir haben hier noch einer, ne? Das wäre schön, Obacht. Alles Schuppe, nice. Wie beim Headbange. Oh Mann, da muss ich immer an das Gift denken. Wo jemand mit längeren Haaren so Metal-Musik halt so ultra den Kopf hin und her so wedelt. Und dann hat das jemand so bearbeitet, dass überall Schuppe rumfliegt. Sorry. Aber ja, ist halt true story. Komm her. Ich spiele aber Dankeschön für den Follow-Ringo. Ui. Aber warum stirbt der so schnell? Warum ist der so schnell gestorben? Guck, wie du liegt. Das ist so traurig. Warum gibt es nicht mehr Loot bei dir, ne? Und warum liegt hier Stroh rum? So. Ja, hier finden wir auf jeden Fall auch Components und Lashings. Das, genau das brauchen wir, jo. Ba-ba-bam. Bam. Bam. Ja, hier geht gar nichts. Ja, da vorne sind wieder die ganzen Wölfe. Aber es ist ein schönes Plätzchen, um einfach halt ein bisschen Components und sowas zu sammeln. Das ist ganz geil. Ja, geil. Warum hast du Maske an? Was ist... Nee, das ist ein ganz gefährliches Thema. Lass ich lieber mal weg. So. Okay, ja. Hier ruckelt es wie bescheuert. Warte mal. Haben wir noch genug Pfeile? Explosiv 0. 2 Carbon und 2. Okay, warte. Carbon Hunting Arrow. Warte, ich führe die Carbon zusammen, da muss ich nicht wechseln. Ah. So. Darf man Fragen zum Spiel stellen? Also, Frage zum Spiel gern. Ich reagiere nur allergisch auf Hinweise, Tipps und Tricks und. Ja, bei mir ist zum Beispiel jetzt weniger, aber bei Ark zum Beispiel. Wenn ich das Spiel nicht kenne, sage ich meistens immer am Anfang vom Stream dann,
dass wenn ich Hilfe will oder Hilfe brauche, melde ich mich. Ansonsten mag ich sowas dann eher nicht. Aber nur bei frischen Spielen. Aber frage gern. Kein Problem. Solange ich da helfen kann, tue ich das gerne. So. Ist auch noch überall Munition. Ja, es ist halt dieses... Ah, es ist so ein Muggel hier. Ich weiß, ich fahre gleich nochmal weiter. Ich gehe ganz kurz das Nepper durchmachen, ne, wegen hier Components. Ah, warte. Komm, ganz kurz noch hier, Schnägel. Brausen euch dort. Oh Gott, ist Wille. Ruckelt das mein Sohn. Ja, komm, ich gehe raus. Nee, das ist mir zu laggy gerade. Raus, 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 raus. Das Dorf ist noch nicht fertig und ja, man sieht's hier, ne? Meine Arme drin durch. Wo komme ich eine Spitzhacke her? Oh, das war. Doch, das war im letzten Stream auch eine Frage. Und du hast gesagt, ich meine, es ist. Weißt du was? Komm, wir gucken mal kurz. Ich bin der Meinung, dort oben war eine Spitzhacke. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe mir die meistens selber hergestellt. Deswegen weiß ich nicht, ob die. Ich meine, Mist, wir haben alles schon, was weiß ich, wie oft durch und abgeludet und erforscht und gemacht. Aber eine Spitzhacke? Mir fällt so spontan jetzt nicht in, wo Annie spawnt. Oder ob das überhaupt so ein Ding ist. Wie gesagt, ich habe es sonst immer selber hergestellt. Ja, selbst herstellen, nur in der Schmiede. Ja, das wäre das. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Müssen Sie hier lang? Ich gucke mal kurz was. Weil irgendwie hat es das da oben aus. Ich kann schon nicht enttäuschen, ne? Ja, wenn es unfair wird, zurück. Oh Gott. Egal, wir ziehen durch. Wir sind gleich weg. Das Ruckel ist jo. Wow. So, wir müssen hier hoch. War aber ja schon lange kein Update mehr kommen, ne? Wo irgendwie immer so ein bisschen. Ja, die Performance ein bisschen gefixt hat oder so. Aber gucken. Vielleicht kommt ja irgendwann noch was. So. Ganz kurzer Chigarino hier machen. Es war einmal südlichen. Okay. Ja, in dem Clip, wo gerade im Chat ist, das ist der legendäre Clip, wo man aus Versehen, du ist mein Dampf auf die Tastatur gefallen. Und dann haben wir, also ich habe das vorher noch nie gesehen, das Entwicklermenü geöffnet. Und das war eine ganz besondere Tastenkombination. Es ist nicht nur Plus, weil das viele gemeint haben, auch im Discord von Mr. Survival. Es ist eine Tastenkombination, die man gleichzeitig drücken muss, dann geht's. Und das haben wir dort rausgefunden. Und ich war einer der Ersten. Also, von der deutschsprachigen Streamer Mr. Survival. Und da bin ich stolz drauf. Das pusht mein Ego, verstehe ich. Ah, was für Ego, löscht dich. Ah, so, weiter geht's. Ja. Ich hab gemeint, das wäre hier. Weiß nicht, ich hab irgendwie die ganze Zeit ein Bild im Kopf gehört, warte. Dass hier eine Spitzhacke ist, aber ich glaube, das war einfach nur ein Traum. Ich hab, glaube ich, wirklich einfach nur geträumt. Es ist halt hier scheiße. Ich träume manchmal wirklich halt von Base-Idee. Ich träume von Mist Survival. Ich träume von ekelhafte komische Aliens, die mich auseinanderschraube. Es ist sehr weird. Also gut, war eine Fehlaussage. Beziehungsweise heißt Fehlaussage. Man kann es jetzt widerlegen, ne? Nein, da ist keine Spitzhacke. Man muss sie sich selber herstellen. Ist aber kein Problem. Geht du ratzfatz. Meine Schmiede, gell? Shadow 4 Fox. Dankeschön für den Follow, Ringo. Moinsen. So, wir gehen ins Dorf. Die letzte paar Components hole. Hier aus Lagtown raus. Oh, stopp, 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 stopp. Was sehen meine Augen? Alarm! Das muss mit. Die Shit-Komponente muss mit. Der war schlecht. So. Da ist noch ein Motor. Das müssten wir irgendwie auseinander. Gut, wenn ihr Auto braucht, ne? Gehen hier Richtung Westtown, ne? Hier hat er Motor und gleichzeitig eine Batterie. Geil. Oder stand du vielleicht nur Auto? Ich weiß es nicht mehr.
Schon ein bisschen länger her. Könnte aber auch gut sein. Warte, ich gehe ganz kurz aus dieser Lag-Geschichte hier raus. Das, ja, es ist ein bisschen too much. Ah, warte, wenn wir gerade hier sind, Same. Warte eine Sekunde. Aber wie baue ich das Erz her? Warte. Ich brauche hier auch noch eine Spitzhacke. Das könnte man vielleicht heute noch erledigen. Da gucken wir gerade mal, wie ich es anstellen würde. Normalerweise bin ich immer hier gegangen, das Zeug halt so gefunden mit der Zeit und habe dann einfach in die... Ja, hergestellt. Ich hatte dann irgendwann halt genug gehabt. Warte. Da checken wir mal die Lage. Wo ist denn unser Mais? Warte. Mais. War das hier ohne? Oh, nein. Gesprenkelter Engel. Jetzt auf Spotify. Ah, genau so war es, ja. Wir haben die noch nicht so ganz fertig, aber ja, Metal Scrap oder Components, je nachdem. Einfach in die Schmiede schmeißen und dann kriegst du diese Low-Quality Metal Ingöcher. Und dann kannst du da so in die Crafte. Stimmt, sowas gewesen. Ah, und den Kollegen nehmen wir auch mit. Den brauchen wir nämlich für unsere Anbetungsstätte. Wer weiß, wohin das alles hier führt mit Mist Survival. Ich weiß es nicht. Wenn ich alle Projekte irgendwann mal fertig gemacht habe, dann muss ich irgendwo, ne? Muss ich irgendwo hin? Ich muss dann an irgendwas glauben können. Ah, warte mal ab. Wenn wir mal das Survivor-Dorf bauen, dann wäre ich hingehen und wäre vielleicht langsam anfangen. Weil ich will das hier schon mit einer kleinen Story bauen. Für jeden Survivor, wo wir gerettet haben, gibt es eine ganz kleine Story. Ne? Das, wo man schon mal gemacht hat mit dem Survivor-Dorf, ja, wo der Squad quasi der Spoiler war oder, nee, Backseat-Gamer, irgendwie sowas heute schon gesagt. Komplett Story machen, über Schiebe verteilt und über den Grundbau gewesen. Ja, das, ja. So, ab ins Auto und weg hier. Hier an der Straße würde ich auch gerne entlang irgendwas bauen. Plattformer. Aber solange das hier so rumruckelt und so hier in der Ecke, also in dem Gebiet vor allem, lasse ich mir immer die Finger weg. Man kann Lude gehen und so, aber baue. Ja, nah, noch nicht. So, Abfahrt. Ab Richtung Dorf. So, und wir fahren aus dem Western Town. Ich sage mal Western Town. West Town.